Hallöchen und willkommen zurück bei Sons of the Forest. In der letzten Folge sind wir ja jetzt schon wieder auf dem Rückweg und da Richtung Berg müssen wir, um nach Hause zu kommen. Jetzt überlege ich gerade, wird es gerade dunkel oder wird es gerade hell? Ach, Hallöchen! Guten Morgen, Virginia! Oder guten Abend? Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht mehr. Es liegen tatsächlich leider ein paar Tage zwischen der letzten und dieser Folge, aber aus einem guten Grund. Denn heute, an dem die Folge rauskommt, ist für mich Montag, sprich für euch von vor 3 Tagen. Und heute Donnerstag, an dem die Folge kommt, kommt ja schon der nächste Patch. Das heißt, morgen am Freitag kommt die Folge dann auch schon direkt mit dem neuesten Patch. Und dann sind wir, ich habe mich sehr zusammengerissen, dass wir jetzt mehr oder weniger auf einem Stand sind. Ich werde es jetzt so handhaben in Zukunft, dass ich so 2, 3 Folgen im Voraus bin. Also ich möchte schon gern 2, 3 Folgen wenigstens irgendwie dann wieder am Stück aufnehmen. Vorher hatte ich ja über ein paar Tage irgendwie 6, 7, 8 am Tag aufgenommen. Das sind halt auch 6, 7, 8 Stunden gewesen. Im Urlaub war es cool. Jetzt so neben der Arbeit würde vielleicht noch gehen, aber ein bisschen schwieriger umzusetzen. Naja, auf jeden Fall, ja genau, ich hatte ja hier, hatten wir alles freigebuddelt und wir wollten auch zum Golfplatz. Ihr habt mir jetzt schon viele Tipps wieder gegeben, sehr schön, da habe ich mich gefreut. Und ein Tipp war, dass wir, also erstmal sowieso zum Golfplatz, da machen wir uns auf den Weg hin und ich würde auch sagen, komm, wir laufen jetzt erstmal Richtung nach Hause. Wobei eine andere Sache eventuell knapp hin. Oh, ey, das gibt's nicht. Ich werde echt bekloppt, ne? Die bringt immer das mega geile Zeug hier an. Dankeschön. Und nochmal einen Samen bekommen. Yeah. Oder 2 sogar. Oh, da schnabuliere ich doch direkt nochmal ein Pilzchen hinterher. Fantastisch. So, kommst du mit, Virginia? Genau. Und ihr habt auch immer nochmal geschrieben, ja, jetzt nutzt doch verdammt nochmal das Kreuz. So. Und ich weiß zwar immer noch nicht genau wofür, aber es gab so einen kleinen Wink mit einem riesigen Zaunpfahl, dass ich wohl diese Mutanten, die irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, denen das Teil mal ins Gesicht drücken soll. Müssen wir mal gucken, mache ich mal. Und jemand schrieb auch vor, ist schon wieder ein bisschen her, dass ich nicht alle komplett kaputt kloppen soll, sondern die auch mal am Leben lassen sollte. Also ich kann die schon ein bisschen hauen, aber wenn die dann zurückkriechen, dann soll ich die mal in Ruhe lassen und ich soll dann mal schauen, was passiert. Ja, machen wir mal. Jemand anders schrieb noch, dass wohl zwischen der kleinen Rettungsinsel, wo wir schon mehr. Da sind sie, der Feind. Zwischen der Rettungsinsel und der Strandhöhle, du reagierst dann nicht drauf, ne? Da brauchen wir irgendwelche anderen. Na gut, finden wir schon noch. Ich gebe mal ein bisschen Fersengeld. Und der Höhle am Strand, die wir entdeckt haben, die irgendwo da drüben sein muss, dass da wohl irgendwo noch was rumliegt für uns. Wohl das Fernglas irgendwo da. Sollte ich wohl den Strand nochmal absuchen. Und noch eine andere Sache, die den Bunker betrifft mit dem 3D-Drucker. Da soll es wohl noch an der Wand was geben. Jetzt weiß ich nicht, jetzt, ich war schon. Das wurde in der ersten Folge geschrieben, als wir im 3D-Drucker-Bunker waren. Also hören Sie mal. Und ich war da ja schon mal, aber also dann nochmal wieder ein, zwei Mal, auch beim Seilbahnbau, waren wir da ja schon öfter wieder. Und wo sind wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Scheißegal. Wir müssen da in die Richtung, da kommen wir nach Hause. Machen jetzt erstmal fix auf dem Weg nach Hause. Genau. Und dass da wohl an der Wand noch irgendwas rumhängt. Mal schauen. Bin ich gespannt, was uns da erwartet. Müsste ich mir nochmal anschauen. Aber wir waren da halt ein paar Mal drin, aber ich habe da nichts. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. So, und dann noch ein paar andere Sachen, die ihr mir dann öfter geschrieben habt, als ich wohl schon mal davon sprach, dann nochmal zum Golfplatz zurück zu wollen. Und was wir ja auch heute machen wollen. Dann nutzen wir den Paraglider für. Gleiter. Und da soll es ein paar schöne Dinge geben. Da müssten wir uns wohl mal eine ganze Weile umschauen. So, jetzt muss ich mich kurz mal orientieren. Sonne ist da, Berg ist da, Hütte müsste da hinten irgendwo sein. Und einer von euch schrieb mir auch, der hat jetzt in knapp, ich rund mal auf, 100, also 135 Stunden oder so, schrieb derjenige, wohl auch komplett ohne GPS und Karte
durchgespielt und wohl auch alles gefunden. Und hat dafür wohl eine. Also es gibt Karten im Internet, die wohl auch, die wohl ja blank sind. Also die zwar die Insel zeigen, aber nicht anzeigen, wo was zu finden ist. Und das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ich meine, die Karten vom Entwickler kommen natürlich nicht bei meiner selbst gebauten hinterher, das ist klar. Die habe ich ja mal gezeigt, ne? Huch, hier. Aber ist auch eine coole Idee eigentlich, das dann sich selber einzutragen, wo was gewesen ist. Und man kann sich das ja dann irgendwann, spätestens mit dem Paragleiter oder wenn man sich irgendwie so ein bisschen orientieren kann, auch zurechtfinden, wo da was ist. Und das ist auch eine coole Idee. Ja, und er hat es dann wohl auch durchgespielt. Und ja, von den 140 Stunden knapp sind wir aber noch eine ganze Weile entfernt. Wir müssen jetzt bei irgendwas knapp an die 80 Stunden oder so sein. Na, jetzt leck mich doch. Ich bin friedlich zu euch. Hau ab. Kusch. Ruhe. Gema freut sich. Danke. Ah, ein Seil, Rutschenseil. Ja, fantastisch. Da haben wir nicht mehr so viel. Oh, jetzt. Ziel eine. Genau. Und die Knochenrüstung ist wohl auch besser als die Mutantenrüstung, die ich hier gerade anhab. Das ist gut zu wissen. Wusste ich nicht. Woher soll man das auch wissen? Gut, na stimmt. Da steht ja Einrüstung. Das fiel mir ja selber schon mal auf, ne? Einrüstung. Na gut. Aber hier seht ihr, da können wir die Dosen eigentlich mal trinken. Wir haben ja gerade eh Durst. Da kippen wir uns die mal rein. Lecker mit ein bisschen Blut an der Hand. Oh, ist das. Fantastisch. Schrot. Nee. Ach ja, das fand ich auch geil. Ihr habt mir geschrieben, ja, die Taschenlampe brauchst du nicht manuell nachladen. Das macht die automatisch. Echt jetzt? Das macht das Spiel automatisch? Darf doch nicht wahr sein. Jeden Scheiß musst du manuell machen. Aber die Taschenlampenbatterien, oh, die lade ich dir automatisch nach. Naja. Genau. So, komm mal schön alles mit. Aber keine Sorge, ne? Auch wenn ich deutlich weniger als zur Anfangszeit gespielt habe, ich hätte so gern einfach immer weiter gezockt. Aber es ist schon cooler, wenn wir dann alle auf einem, mehr oder weniger mit so plus 2, 3 Tagen Abstand auf einem Level sind. Und ja, aber ich habe dann trotzdem, also dadurch, dass wir so viel schon hier unterwegs gewesen sind, ja, das ist einfach nach wie vor fast alles noch in meinem Kopf, ne? Gerade bei den Stellen, bei denen wir dutzende Male waren. Und auch wegen der Sache, jetzt kamen dann die ganzen Folgen, wo ich verzweifelt versucht habe, den scheiß Balkon um die Ecke zu bauen. Da müssen wir vielleicht nochmal ran. Und dann schrieben auch so ein paar, nicht böse mal nehmen, ich meine es nur ein bisschen spaßig, jetzt ein paar Klugscheißer, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, das ist nicht böse gemeint. Dann, ja, hättest du mal ein Fundament gebaut. Leute. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das gemacht. Wusste ich aber nicht. Hallo, guten Tag, Wandersleute. Oh, was ist denn das da? Scheiße, wir müssen darüber. Ach, Moment. Wir haben doch hier El Silo. Und da drüben irgendwo dran. Hahaha. Bin da nicht von gestern. Ich weiß doch, wie es hier läuft im Wald. Jedenfalls freue ich mich schon drauf. Ich hatte sogar schon mal überlegt, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich habe ja gesagt, wir machen zur 100. Folge, machen wir eine schöne Livestream-Folge. Dauert noch ein bisschen bis dahin. Dann dachte ich mir, vielleicht alle 10 Folgen. Aber das ist dann immer doof, weil dann ist das mal mitten in der Woche und dann ist es mal am Wochenende und manchmal kann ich da nicht. Dann wäre das wieder blöd, weil das dann nicht funktioniert. Aber zur 100. Folge machen wir es auf jeden Fall so. Das kriegen wir hin, dass wir da einen schönen fetten Livestream machen. Und bis dahin haben wir mit Sicherheit noch nicht alles gefunden. Wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, dann dauert es so oder so noch. Wie gesagt, ich habe ja auch keine Eile, ne? Mich stresst ja nichts. Auch wenn ich nicht alles finde, ja. Ist ja nicht so, dass wir hier nicht vorankommen oder so. Das ist ja, spielt sich ja trotzdem gut und wir haben ja trotzdem schon viel gefunden. So ist es ja nicht.
bin ja nicht komplett nackig nach 80 Stunden hier im Wald. Was ist denn das jetzt hier für eine Kacke? Was ist denn los? Also hören Sie mal, das gibt's doch nicht. Bauen die hier in der Nähe, auf meinem Grundstück. Vom Anwesen bis zum Strand, das ist alles meins. Bye bye. Ah, nicht wegrennen. Oh, echt, die hat's noch zerlegt. Das gibt's. Oh, warte mal. Kann ich den mit dem? Ich probiere das jetzt öfter einfach mal mit dem Kreuz. Da gehen so ein paar Leute richtig steil, wenn ich das immer mal verwende, glaube ich. Bitte gehen Sie in Flammen auf. Mist, nee, will er nicht. So ist ins Knie. Oh, zwischen die Beine. Das war's. Nice. Können direkt nochmal ein bisschen Rüstung mitnehmen von den anderen dreien auch. So. Lalalala. Kann auch sein, dass die Lage jetzt nach dem letzten Update, da sind wir noch seitdem nicht so wahnsinnig viel rumgekommen. Kaputt mache ich euer Zeug hier. Dass die ein paar Lager nochmal aufgehübscht haben. Oh, da hat es aber einen. Eieieiei. Tja, jedenfalls am... wo ist er? Da. Am Golfplatz oder auf dem Golfplatz irgendwo. Da soll es ein paar schöne Sachen geben. Was zum Buddeln. Soll auch einen Golfschläger geben, wie mir jetzt schon gesagt wurde. Und das wäre ja schön, ne? Ich meine... Hier liegen auch immer mal so ein paar Sachen rum, mit denen man das mal üben könnte. Golf, meine ich. Bin ja großer... Oh, was liegt denn hier? Ach, den haben wir schon... Doch, den Kapuzenpulli haben wir schon mal gefunden. Dann waren wir hier bestimmt schon mal. Schade, dass man nicht alles von denen kaputt machen kann. Weg damit. Hatte ich dich schon? Hatte ich den schon? Ja, ich glaube. So, wir haben zwei Plätze frei. Dann lege ich direkt mal die Mutantenrüstung an. So. Was ist das hier? Ach so. Ach, das sah von der Seite komisch aus. Okay. Hängt nur so ein Torso drauf. Hier noch ein Bein. Hehe. So, na dann, wir gehen mal weiter nach Hause. Brauchen wir eh, wenn wir den Gleiter benutzen wollen. Und genau oben am Berg wollte ich auch nochmal wegen der Höhle gucken. Wegen dem Tipp, dass, wo derjenige eventuell dachte, er wusste es nicht selber genau, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, dass da, wo einem die Babys entgegenkommen, dass da irgendwo die Möglichkeit ist, eine Höhle zu finden. Aber werden wir sehen. Hier unten ist ein Zelt, genau, dann weiß ich, wo wir sind. Das sage ich übrigens immer. Dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, dass ich manchmal trotzdem nicht weiß, wo wir sind. Aber hier weiß ich es. Also mindestens 50%. Bisschen Hunger haben wir. Aber geht noch. Wobei hatten wir... Ja komm, komm, wir haben ja einen Haufen Cornflakes mit. Die kippen wir uns mal rein. Komplett ohne Milch. Das ist immer geil. Cornflakes komplett trocken. Klebt dir direkt der Rachen zu. Ab nach Hause. Und dann muss ich doch nochmal. Es tut mir echt leid, ne? Bevor wir dann auf den Weg machen, wo ich das dann wieder vergesse, nochmal schauen. Wegen der einen Ecke beim Balkon. Das lässt mir einfach keine Ruhe. Das ist glaube ich, mein Endgegner hier im Spiel. Die Balkonecke. Und die hat man dann auch von irgendjemandem... Ah, was? Na? Komm her, du Schwein. Erzählt, der so ganz tolle Bauten macht. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe mir mal ein Video mal von jemandem, was so bloß um 20, 30 Sekunden ging, angeschaut, wo mal ganz kurz so ein schönes Gebäude zu sehen war. Aber, also ich möchte mir das schon mal anschauen, auf jeden Fall.
Wo sind wir denn? Hoch. Aber ich möchte gerne erstmal noch ein bisschen selber rumprobieren und gucken, ob ich noch auf ein paar Ideen komme, bevor ich dann mir so richtig geile Sachen abschaue. Und eine von euch meinte auch, ich glaube auch schon zweimal vielleicht, bis ich dann jetzt mal endlich drauf eingehe, dass wir auch an dem Balkon außen so ein paar schöne Pflanzkästen bauen können mit so ein paar schönen großen Büschen. Das sieht toll aus. Das denke ich nämlich auch und dann machen wir das mal. Ich muss nur dran denken, wenn wir das dann mal. Machen wir davon noch was mit? Schafgarbe. Können wir mal mitnehmen für die kleinen Heilsachen. Ich glaube, kennt ihr das, wenn wir. Jetzt fange ich auch schon an mit, kennt ihr das? Oh. Bin ich eigentlich kein so großer Freund von. Wenn man so lange in dem Spiel verbracht hat, dass erstens die Steuerung richtig gut in einen übergegangen ist, dass man einfach. Keine Ahnung, das ist bei mir wie bei einem GTA oder was weiß ich. Ja, gibt ja immer mal so Spiele, die spielst du seit 20 Jahren und da ist die Steuerung relativ gleich. Und auch wenn du es mal 3 Jahre nicht gespielt hast, du setzt. Oder bei einem Tony Hawk's Pro Skater zum Beispiel, da setzt du dich dann nach 10 Jahren mal wieder dran und es geht wie damals, mehr oder weniger. Und hier ist es ähnlich. Also hier ist schon so viel, man fühlt sich schon richtig heimisch. Und das war ja auch so ein bisschen Sinn und Zweck. So. Hehe. Heute nicht, Jungs. Ich muss weiter. Und Mädels. Wir wollen erstmal nach Hause. Das Teil haben wir schon tausendmal gesehen. Das zeigt unter Umständen nur auf den Helikopter hin, der da irgendwo unten rumsteht. Wenn nicht, dann habe ich wohl Pech gehabt. Dann müssen wir da später nochmal hin. Jetzt habe ich es erstmal runtergeschubst. Ach genau. Und das Stärke-Level, das erhöht sich wohl hauptsächlich, wenn ich mit der Axt interagiere, also wenn ich mit der Axt irgendwas mache und ja, halt er seine Muskeln auch benutzt für welche Aktivität auch immer, ob ich damit Gegner haue. Also es gibt gar nicht pro Gegner irgendwie EP oder Erfahrungspunkte für das Stärke-Level, sondern er für den Umgang mit der Axt oder vielleicht auch noch mit anderen Schlagwaffen oder so. Wir müssten doch jetzt bald mal zu Hause sein. Hier vorne wird es kahl. Das, ja. Bäume. Hui. Ja. Vielleicht mit dem nächsten Patch mal schauen. Wenn das alles nicht geht, dann. Oh. Hier hatte jemand Fallen platziert. Ich erinnere mich. Zack. Das sieht aus, ey. Also, so kannst du keinen zu dir nach Hause einladen. Wenn du sagst, ja, nimm den Vordereingang. Na. Ah, Trautesheim. Glück, nein. Ach, verdammt, wir haben keine. Ich möchte jetzt keine Bäume fällen gehen. Wo ist eigentlich unser. Ey, Kevin! Na, alles klar hier? Hast du gut aufgepasst, ne? Ich sehe schon, liegen immer keine Leichen rum, das finde ich gut. Ja, der Hausmeister, Kelvin, unser Hausmeister. Habe ich den. Ey. Wo ist denn der Gleiter hin? Ey, den hatte ich aber nicht im Wald, oder? Als wir vorhin losgegangen sind. Oh. Sind wir mit dem? Scheiße. Nein. Vielleicht steht er noch da oben. Das ist natürlich. Aber den habe ich doch beim letzten Mal nicht mitgeschleppt. Oder? Oh, fuck. Hatten wir den dabei? Nee, hatten wir. Doch, hatten wir. Doch, ich erinnere mich, wir hatten das eine große Lager kaputt gekloppt und da hatte ich den dort geparkt. Oh.
Huch. Ich könnte jetzt neu laden oder einfach so tun, als ob das nie passiert wäre und ich würde das gar nicht merken. Das mache ich aber nicht. Da habe ich jetzt einfach mal Pech gehabt. Dummheit muss bestraft werden. So sehe ich das. Da bin ich jetzt selber schuld. Drück M für Karte. Das machen wir nicht. Das ist jetzt natürlich. Ja, ich bin Survival-Profi. Wie viel habe ich von unserer Lieblingspflanze mit? 19. Ja, komm, dann nehme ich noch einmal. Huch! Na, wie kann das denn passieren? Das. Oh, nee, zurück. Aus. Oh ja, ihr habt auch gesagt, bau doch mal so einen schönen Kronleuchter hier über den Tisch. Oh, Moment, das ist. Kennt sich nicht mal mehr zu Hause aus. Das hier ist unser Wohnraum. So. Da so einen schönen Kronleuchter drüber. Moment. Die große Schädellaterne. Hier, den hier. Jawohl. Den Knochenleuchter, habt ihr gesagt. Der muss dahin. Das heißt. Ach, hier steht ein Stuhl. Da. Ja, würde gehen und dann. Da so, dass das so ein bisschen mittig ist. Ne, das missfällt mir. Falsch. Ja, das geht. Das sieht doch gut aus. Es fehlt an Knochen. Jetzt habe ich den Gleiter da stehen lassen. Oh, ey, es tut mir echt leid, ne? Ich habe jetzt erst in der Zeitung gelesen, der Absatzmarkt für Tischkanten ist um 800% gestiegen, ey. Ich weiß jetzt auch nicht warum, aber. Irgendwas muss ja da dran sein. Haben wir noch Schädel? Ach so, und das Wort des Jahres 23 ist übrigens rauswackeln geworden. Habe ich gehört. Oh Mann, das ist ja jetzt peinlich. Ich weiß nicht, ob wir den wiederfinden. Ich könnte natürlich in die alte Folge schauen und zumindest nachschauen, wo wir lang gegangen sind. Oder von mir aus auch am Anfang der Folge dann nochmal schauen, wo wir gestartet sind, damit ich grob weiß, wo wir hier nochmal hin müssten. Ach shit, da braucht erst die Schädel. Wie kriege ich denn den 6 Schädel her? Hier kommen ja keine mehr. Wir hatten hier lange Ruhe. Da gönne ich mir mal was aus unserem Schildkrötenpanzer. Ja. Ich habe die Pflanzkästen nicht vergessen, ne? Ich wollte jetzt erstmal nur mal schauen, wo ich mal kurz irgendwie so ein paar Stämme herbekomme. Ich weiß woher, aus dem Wald. Lädt der auch bei der Kettensäge automatisch die. Ah ja, mal gucken. Ich pack mal ein paar rüber. Lädt er hier auch automatisch die Batterie nach? Ja, das Klopfgeräusch, ne, das meinte auch noch jemand, das fiel ihm auch auf. Das Klopfgeräusch von der Axt gibt es immer noch, wenn man die Kettensäge benutzt. Ich weiß, wir bauen jetzt schon wieder, aber das muss jetzt mal sein. Und was ihr mir auch geschrieben habt, das ist ja durch Zufall immer mal schon passiert, wo ich mich gewundert habe, hä, geht das? Dass man am Ende der Seilbahn einfach für die Loks so ein paar, verwende ich schon Fachbegriffe, für die Baumstämme, wenn man da einfach die Baumstammlager platziert, so 3 Stück, und dann werden die wohl automatisch gefüllt. Das ist natürlich auch mega geil. So, das soll hier reichen, die beiden bloß mal.
Oh, fantastisch. Zack. Hier haben wir noch zwei. So. Okay. Und wir düsen auch direkt wieder zurück. Ich dachte schon, ich komme nicht mehr ran. Ich wollte es eigentlich cool im Springen machen. Doing. So, komm mal mit. Kann doch nicht sein. Ja, ihr habt natürlich recht, ne? Was ich ja auch schon probiert hatte. So ist es ja nicht. Ich habe ja hier schon ein paar Sachen probiert. Hier den so dran. So, und dann. So einen ganzen kann ich ja nicht schräg dran bauen. Das geht nicht, ne? Das macht er nicht. Der muss schon mindestens irgendwie halb oder dreiviertel. Vorsicht, Kelvin! Hier rollen heute die Baumstämme. Ja, ich hätte wirklich. Oh Gott, Spiel. Die ganze Zeit gedacht, wir hätten den Gleiter in der Basis. Aber wir haben den Gleiter nicht in der Basis. Spiel, kommt schon. Glaube, ich darf nicht so nah ran. So, wenn ich das teile. Ja, genau, seht ihr. So, pass auf. Und jetzt ist das Problem. Das hatten wir ja schon. Das ist ja kein Problem. Das kriegen wir hin. Aber die Ecke zwischen den beiden, das kriege ich nicht so einfach hin. Diese ganzen Kacksperre hier müsste ich mal. Ach, warte mal. Kann ich die rauswackeln? Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Dann wackel ich die mal fix weg. Dass ich hier mal kurz ein bisschen Platz habe. So, du auch noch. Gut. Genau, also hier auf der Ecke, hier müsste einer stehen. Ach, wobei, ach doch, warte mal. Oh, das gibt's nicht, oh. Hm. Vorsicht, liebe Tischkanten, könnte gleich zu einer kleinen Beißattacke kommen. Nein. Eventuell kommen wir heute doch nicht zum Golfplatz. Ich bin mir noch nicht sicher. Scheiße. Jawohl, wenn das geht. Das gibt's doch nicht. Ich werd bekloppt. Muss ich aber wieder wie Super Mario hier. Oh, das sieht aus, ey. Ein bisschen wie so ein Geisterhaus, oder? Ach so, haben wir denn, wie sieht's denn mal fischmäßig aus? Kann sein, dass Kelvin auch nicht mehr. Der ist doch schon wieder diese ganze verrottete Fischkacke. Das müssen sie mal machen. Das finde ich. Bisschen dämlich, dass sie da auch verrottet drin sein können, ich meine. Weg damit. Pack die ins Feuer. Hm. Kelvin. Ja, ist egal, dann kaue ich hier erstmal das Steak noch runter vom Trockengestell. So, das ist ja fantastisch. Hey Leute, das geht. Ich hab's doch die ganze Zeit, habe ich das doch genauso, habe ich das doch gedacht. Baue ich jetzt nur mal hier hin, damit ich hier hochkomme. Ja, ja, wir kriegen es hin. Yes, jawohl. Balkon. Oh, fantastisch. So, das ist wieder hier. Einer schrieb, oh, wie hieß es? Moment, von Sketch History. Kennt vielleicht der ein oder andere. Firma Kasalek. Da musste ich so lachen, als ich den Kommentar gesehen habe. Und genau so kam ich mir auch vor. Ich kenne die auch, die ganzen Sketche von denen. Es ist so mega geil. Wer das nicht kennt, googelt mal. Firma Kasalek Sketch History oder sowas. Auf YouTube. Brauche ich das hier? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ja, wir müssen noch mal ein paar Baumstämme besorgen. Ey, heute doch. Pass auf, das ist mir jetzt mehr wert, als irgendeinen anderen Scheiß zu finden, den ich sowieso wieder für 15 Folgen nicht benutze. Yes. Jawoll. Oh. Wir sind gleich da. Jetzt haben wir hier so ein Football-Tor stehen. Ihr habt doch gemeint, was ich ja auch immer geil finde,
Einfach so Kommentare kommen wie, oh, bau dir doch eine Landebahn. Wo soll ich denn hier eine Landebahn bauen? Im Winter könnten wir das machen, wenn der See zugefroren ist. Dann können wir den See mit integrieren. Das ist eigentlich, da habe ich eine gute Idee. So. Ja, so ganz zufrieden bin ich damit noch nicht, aber mal schauen. Das hier unten bleibt. Hier kommen wir hoch. Ja, das ist natürlich alles noch nicht so fantastisch hier. Oh Mann. Jetzt geht er doch den alten Weg. Ist aber kürzer. Ach so, warte mal. Moment. Nee, das ist ja doch. Ja, jawohl. Ja, dann darüber, darüber und dann kriegen wir es zu. Oh, fantastisch. Da kann ich die ja schon mal rauswackeln. Ja. Oh, Leute. Gut, dass ich ganz allein auf die Idee gekommen bin. Ja, vielen Dank dafür, ne? Da könnt ihr euch alle gerne selber auf die Schultern klopfen. Vielen, vielen Dank wirklich für die Tipps. Ist jetzt kein Spaß oder so. Wirklich. Manchmal bin ich einfach. Ich muss es leider so sagen, einfach zu klug für sowas, sagte der, der hier immer noch seit 1000 Folgen keine Treppe gebaut hat. Kelvin, alles klar. Und den Gleiter vorhin vergessen hat. Oh Gott, das ist, glaube ich, das. Aber mir sind schon echt ein paar dumme Sachen passiert. Aber den Gleiter mitten in der Pampa rumliegen zu lassen. Das ist schon hart, oder? Und ich wette, die Folge wird keine halbe Stunde online sein und die Ersten werden schon schreiben. Ja, du weißt schon, dass du den Gleiter hast stehen lassen. Ja, weiß ich. So machen wir das hier. Nee, damit möchte ich keinen Baum fällen. Oh, aua! Bist du bekloppt? Was? Was? Was war denn das? Oh. Entschuldigung. Alter, Elch. Das war ein Elchtest, Mann. Ey, der hat mich gerade wirklich krass erschreckt. Ich dachte, hier steht Mutant irgendwo rum. Elchi, Mann, kannst du doch nicht machen. Es tut mir echt leid für die Leute, die mit Kopfhörer hören, ne? Auch für die anderen, das war mit Sicherheit ein bisschen lauter, aber ich. Der musste raus, da konnte ich nichts für. Für die beiden, dann reicht's vielleicht sogar schon. Dann machen wir das mit dem Golfplatz halt ein anderes Mal, nächstes Mal oder morgen oder so. Nee, warte mal, wenn heute ist Montag, ich wollte jetzt wieder bis Donnerstag warten, dass wir halt dann am Freitag, dass wenn ich am Donnerstag aufnehme, dass wir frisch die ist noch warm, die Folge am Freitag, mit dem neuen Patch schon starten können. Das war nämlich meine Idee, aber jetzt müsste ich dann wieder 3 Tage warten. Vor allem habe ich dann schön 2 Wochen Urlaub ab Ostern. Da könnte ich einiges zocken. Sehr schön, komm. Zack, eine halbe Woche vorbei. Der Kerl hat wieder 30 Folgen aufgenommen. Nee, mache ich nicht. Keine Sorge, mache ich nicht. Ich versuche das zu dosieren und mich zurückzuhalten. Haben wir noch irgendwo? Hey, das da ist mein Anwesen. Oh, das findet er nicht lustig. Schuss ins Knie zum Sammeln. Er ging daneben. Hehe. Huch.
Au. Selbst der nimmt mir aber nur einmal eine Mutantenrüstung ab, ne? Eigentlich auch ganz krass. Ach, das war schon. Ach, ey. Ey, da fällt mir was ein. Wir haben doch auch so eine goldene Maske. Wenn der Typ nochmal... nochmal kommt, dann setze ich auch mal die goldene Maske auf. Das wäre doch mal eine Idee. Vor allem hier in der Nähe von unserem Lager ist direkt so ein kleines... kleines Zeltlager, wo wir eigentlich auch immer mal die Ressourcen mit abgreifen können. So. Cool. Aber... oh, das ist... das tut immer ein bisschen weh, wenn dieses Stahlseil direkt durch den Hals geht. Komm, ich nehme mal noch zwei mit hoch. Und dann gehen wir direkt erstmal schlafen. Ah, dann könnte ich das ja hier auch so bauen. Wieso bin ich denn da nicht drauf? Das gibt's doch nicht. Hey Kelvin, du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Ohne Scheiß, da hinten war ein mega großer Elch. Erst hat er mich irgendwie getreten, dann hat er mich noch erschreckt. Das geht so nicht. Danke, danke fürs Zuhören, Kelvin. Danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Nächste Woche gibt's Elch zu essen. Der beste Zugang für einen Balkon überhaupt. Warum genau habe ich hier keine... ich weiß es auch nicht. So, fantastisch. Ein bisschen Durst haben wir, ein bisschen Hunger haben wir. Wenn ich Kelvin hier unten nochmal abgreifen könnte. Warte mal, wir haben auch die Seile wieder voll. Wenn wir gerade mal hier sind. Diese Plan. Oh ja, Lederbeutel haben wir vier. Boah, die ganzen Dosen, ey, Wahnsinn. Golfbälle haben wir. Oh, es gewittert. Oder Virginia ist unterwegs. Man weiß es nicht. Es klingt beides gleich. Ja, es regnet. Na toll. Geil. Muss der Alte wieder hier im Regen bauen. Das gibt's doch nicht. Wie viele von unseren schönen 3D gedruckten Pfeilen habe ich noch? 14. Jo. Komm, wackel dich mal wieder zu. Willst du nicht? Ich glaube, wegen der Schräge hier vor, da eiert die Tür so ein bisschen rum. Na gut, ich glaube, neu laden würde das beheben. Kelvin! Halt! Hol Fisch und lass die mal hier fallen. Hol mal ein paar frische Fische, Kelvin. Frischer Fischers Kelvin fischt frische Fische. So. Jetzt ist er dran, der Balkon. Ich werde bekloppt. Na, einmal kurz nachgedacht. Nein, fall doch nicht. Hier ins Wasser eigentlich springen. KLUK. Halt, komm mal mit. So, da brauchen wir bloß noch ein paar wenige. Da oben den. Sehr gut, Kelvin sammelt. Das Geländer fest befestigen und dann haben wir endlich unseren Eckbalkon. Ich weiß nicht, warum ich da teilweise so dumm kompliziert gedacht habe. Ich weiß es einfach nicht, echt. Also ich bewerbe mich morgen mal als Architekt. Vielleicht
Wenn ich denen das jetzt hier zeige mit der Ecke, dann sind die mit Sicherheit beeindruckt. Wer von euch würde hier einziehen in der Hütte? Rein vom ästhetischen her. Oh, reichen die? Ja, die doch, ich glaube, die reichen exakt. Rein vom Aussehen her. Wem gefällt die Hütte, die wir bisher gebaut haben? Man darf allerdings keine Holzallergie haben. So, 4 brauchen wir noch. Da unten liegen doch auch mindestens 4. Eins. 2, 3, 4. Jawohl, fantastisch. Yes. Könnte sein, dass jetzt im nächsten Update, das hatten sie ja mal angesprochen, dass sie diese Baumstammschlitten wieder bringen wollen, dass die dann vielleicht dazukommen. Aber ich hoffe ja wirklich auf ein bisschen mehr Deko. Das wäre irgendwie ganz cool. Ich brauche auch nicht alle 2 Wochen ein Patch zu dem Spiel. Ich, auf der einen Seite, okay, finde ich es ganz cool. Hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Dass es immer so ein bisschen was von jedem was dabei ist. Ne? Mal eine neue Höhle, neue Items und so ein bisschen Kleinkram. Aber ich fände, glaube ich, größere Patches, die sich immer mal auf einen Hauptaspekt, ne, auf Survival oder aufs Bauen oder aufs Erforschen, neue Items, was auch immer, spezialisieren, glaube ich, ein bisschen besser. So. Ja, Leute. Applaus an euch alle, die mitgedacht, mitgefiebert haben. Wird er es irgendwann schaffen, die Ecke zu bauen? Jawohl, er wird. So. Ja, das gefällt mir nicht mehr. Ach, stimmt, uns fehlen ja noch Köpfe. Müssen wir mal sammeln. Vor allem das hier. Das ist halt mega dumm, dass wir nicht normal auf den Balkon hier hochkommen. Ich könnte. Dann müssten wir aber alles andere hier unten noch mal ein bisschen ummodellieren. Wir könnten hier die Schräge bis hier hoch bauen, aber dann wäre das auf einmal ein anderes Gefälle als hier. Das hier ist ja eher so ein halbes Gefälle und das wäre dann doppelt so steil. Und das sieht dann aber auch nicht aus, ne? Das ist dann... Ne. Ich finde den Innenraum zu klein. Entweder, ich habe schon überlegt, wir verkleinern das Schlafzimmer, wenn wir sagen, dass wir die Wände, die hier durchziehen, dass wir hier wirklich nur so eine ganz, die anderen schlafen ja doch nicht hier oben, hier nur ein Bett hinbauen, dann hier ist alles zu und dann wäre das hier die 4 Teile. Wow. Die 4 Teile würden dann mit zum Wohnraum gehören und dann könnte ich die Essecke da irgendwo in die, oder den Essplatz irgendwo in die Ecke zimmern. Ach ja, meintet, ich könnte hier auch noch, ne, wenn ich hier oben noch... Ecken baue, dann kriege ich den Rest rausgewackelt. Ey, ihr habt recht. Das gibt's doch nicht. Der Chat hat recht. Ich muss mal kurz was trinken. Jetzt bin ich echt baff. Ihr habt recht. Verdammt. Oh. Alles fit? Stille Zustimmung, das gefällt mir. So, Blumenkästen kommen noch, keine Sorge. Blumenkästen kommen noch, ich hab's im Blick. Ich brauche jetzt nur mal kurz hier eine kleine Ecke. Brauchen wir eine Hälfte für... Ja. Wenn wir Angst hier aus Versehen was anderes kaputt zu kloppen. Die sitzen hier immer mal, das ist ganz cool, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. So, und wenn ich das da oben...
Wurms, genau. Und das müsste schon reichen, ne, dass ich den Rest rausgewackelt bekomme. Yes! Ja! Fantastisch. Leute, ihr habt's drauf. So. Eigentlich logisch, ne? Man muss es halt. Ah ja, wir müssen mal was trinken. Oh, Kelvin ist bestimmt fertig mit. Entschuldige, Kelvin. Entschuldige, Entschuldige, Entschuldige. Ich massiere dir nachher den Nacken dafür. Aber nur den. Wir müssen mal was trinken gehen. Dann kann ich doch überall anders. Ja, die hätte ich auch rauswackeln können. Ich brauche hier nur irgendwo entweder da eine Ecke oder hier eine Ecke. Aber da hängt schon. Hier finde ich es nicht so schlimm. Das ist okay, wenn die hier noch bleiben. Das ist in Ordnung. Warten jetzt den Fischen gelegt. Sehr gut. Der sammelt jetzt nicht mehr unendlich, ne? Das haben die geändert, glaube ich, mit dem letzten Patch. Das fiel mir schon mal auf, dass der nicht mehr sämtliche Fische aus dem Wasser zieht. Aber echt nur noch drei, ja? Na gut. Dann essen wir vorher mal was. Komm. Noch mal eine Packung Cornflakes hintergekippt. Katzenfutter heilt seit dem letzten Patch nicht mehr so viel. Das hatte davor 75% geil. Das haben sie aber reduziert. Deswegen drücken wir das Miau jetzt noch mal rein. Sind fast voll. Fantastisch. Und ach ja. Ich finde, wenn er aus der Flasche trinkt, dürfte er gern mehr als nur die Hälfte heilen, weil er könnte ja einfach trinken, solange er voll ist und dann dementsprechend das aus der Flasche auch rausnehmen. So. Cool. Aber dass ich die da oben nicht. Was war denn da der Fehler, dass ich die dort nicht rausgewackelt bekommen habe? Wie komme ich jetzt da? Bisschen vorsichtig muss ich sein, dass ich da nicht in meine Falle springe. Ach ja. Da muss ich nochmal da oben eine Schräge bauen, dass wir das wieder wegnehmen können. Das geht, der hier geht. Ach so, weil die so nicht miteinander verbunden sind. Ach shit, jetzt habe ich die Baumstämme alle oben. Oh Gott. Jetzt habe ich das Prinzip nochmal. Ich wusste es ja, ne, dass ich das, aber warum ich es nicht zu Ende gedacht habe bei den anderen Stellen. Hier sieht's aus, ey. Kelvin, du müsstest mal hier aufräumen. Ich krieg die hier nicht rausgewackelt, obwohl die da schön befestigt sind. Warum geht das nicht? Warum kriege ich den hier nicht rausgewackelt? Weil der nur hier mit, also den kriege ich herausgewackelt, den habe ich ja gerade erst reingesetzt, aber ich kann hier, ich habe ja noch einen mit, auch keinen zweiten dranlegen. Das würde ich gerne noch mal wissen, warum das hier nicht funktioniert. Das ist jetzt nicht besonders tragisch. Ach ja, stimmt, hier ging ja auch kein gerade rüber. Da war ja auch irgendwas, ne? Oh. Moment. Ihr habt gesagt, ich kann die auch hier reinwerfen in die Lager. Oh, Entschuldigung, Kelvin. Hoch mit dir. Achso, nee, hör auf. Was willst du denn hier? Gut gemacht, Kelvin. So.
War hoffentlich nur das eine. Gibt's doch nicht. Spielplatz ist woanders. So, ich wollte. Ich brauchte ja nochmal eine Hälfte für hier unten. Ja, sehr gut. Oder zwei vielleicht. Damit ich. Na, wenn ich hier runterfalle, dann könnte es sein, dass ich ordentlich Schaden bekomme. Hier drüben, damit ich ja die Ecken auch wieder rausnehmen kann. So, da oben irgendwo. Boah. Genau. Ja, sehr gut. Das geht wieder nicht. Der da oben, hier, der lässt sich nie rauswackeln. Und den schrägen hier kriege ich auch nicht raus. Verdammt. Warum? Die beiden Ecken, die stützen sich gegenseitig. Vielleicht hau mal das Teil gerade weg. Ja, ich wollte jetzt hier noch einen. Das geht aber leider nicht. Das ist genau das Problem wie hier vorne auch, ne? Das mal geht das und mal geht das dann nicht. Ich weiß nicht. Wenn ich wenigstens den da rausnehmen könnte. Aber wie könnte ich das hinkriegen, dass ich diese komische Ecke da rausbekomme? Also den da wenigstens noch weg. Aua. Ist das eine Hälfte, die da fehlt, oder? Ich habe eine Idee. Ja, genau dahin. Ja, vielleicht kriege ich den jetzt da gerade hin. Okay. Ach, Mist. Was ist denn hier los? Kelvin! Wo denn? Oh, sind die wieder in der Hütte gespawnt? Das ist halt immer mega ätzend, wenn die in der Hütte irgendwie auftauchen. Am besten noch im Lager. Ja, toll. War's das? Die machen ja nichts, oder? Die können. Ich glaube, ich stelle das mal aus mit dem Strukturschaden. Nicht, dass die mir wirklich irgendwann aus Versehen mal das komplette Haus zerwichsen. Oh Gott, Kelvin! Wir müssen dringend an unserer Absprache arbeiten. Oh. Mann, erst der Elch und jetzt du. Nachher erzähle ich dem Elch, was du mir angetan hast. So, was wollte ich denn jetzt? Ach, ich wollte hier hoch, ja. Oh nein. Moment. Geil. Wow. Wie es die da einfach so reinzieht. Das ist ja super. Ach, jawohl. Ach, stark. Okay, dann bekomme ich wenigstens das weg. Das ist halt echt cool gemacht. Ne? Also es sind wirklich ein paar schöne Quality of Life Änderungen hier dabei. Halt. So, das war's erstmal, oder? Die eine Hälfte noch, aber
Deswegen könnt ihr dann auch da reingesogen werden, wenn man die Seilbahn da günstig baut. Okay, das sieht natürlich alles andere als geil aus. Die eine Hälfte hau ich mal gerade weg. Also ästhetisch ist es eine 5 minus. Ich da noch einen gerade hoch ziehe vielleicht, oder Kelvin? Müsste ich da nur noch mal gut irgendwie hinkommen. Hier noch einen gerade drauf. So. Sieht halt auch mega beknackt aus. Ah, Virginia ist da drüben. Huhu. naja. Naja. Na, vielleicht könnte man daraus einen Wintergarten bauen. Also einen leichten Knick hat es da drin, ne? Das hatten wir ja schon mal festgestellt. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass das da irgendwie nicht so miteinander verbunden geht und die da drüben nicht so rauszuwackeln sind. Ist auch nicht so wild, ist auch nicht so schlimm. Aber das kann man vielleicht später für irgendwas anderes nochmal nutzen. So. Kriege ich hier unten gerade einen dran gedöngelt? Nee. Hier will er mir gerade da keinen dranlegen. Ach, Moment. Doch. Wo ist denn der halbe? Ich hab da eine Idee. Au. Nein. Moment. Vorsicht, Kelvin. Hier wird wieder scharf geschossen. Doch, ich glaube, ich weiß, wie ich da. Oh Mann, ey. So doof kann man doch manchmal gar nicht. So, das war ein kleines Kunststück gerade, dass ich da hochgekommen bin. Hat mich selber gewundert, dass das vorhin auf Anhieb funktioniert hat. Ich weiß, ich könnte es mir auch einfacher machen, aber ich will das jetzt so. Kelvin, der wird sich auch denken, oh Alter, oh fuck, warum ausgerechnet mit dem auf der Insel? Das kann doch nicht, was habe ich verbrochen, damit ich mit dem auf der Insel sein muss? Ich komme nicht mehr hoch. Geht's einfach hier, wenn ich da kurz so ein bisschen. Aua. Unsere Rüstung ist im Arsch. Genauso wie die Stacheldinger hier. Ja. Genau, wenn ich den jetzt hier so dran baue, zack, dann kann ich doch bestimmt hier wackeln. Ups. Huch. Ja, das sollte er gar nicht. Der hätte da ruhig bleiben können. Hui. Vorsicht. Bisschen spät, nachdem das Ding schon unten gelandet ist. Ach, verdammt, den hätte ich. Na. Nein, jetzt kriege ich den wieder nicht raus. Das ist nicht euer Ernst. Das sieht ja mega beknackt aus. Ach so, warte mal. Aber. Aua, aua.
Ey, ich könnte auch einfach nur so ein Scheißseil hier platzieren. Aber gut, dann komme ich da nicht mit einem Baumstamm oder so hoch. Ja, ich weiß, ich zerballer mir gerade meine ganze Rüstung. Das ist mir gerade noch tierisch egal. Oh Mann. Das hat doch gerade funktioniert. Ne, ist auch egal. Kaizo Mario. Ja, der da müsste rauszuwackeln gehen. Geht aber nicht. Das geht aber nicht. Obwohl der dahinter, der hat eine Strebe dran. Aber er lässt sich nicht wackeln. Oh, ist das eine Scheiße. Was ich mir hierbei... Ja, weiß ich auch nicht. Ach, das geht. Hatten wir schon mal, ne? Irgendwie kommt es mir bekannt vor. So. Geht doch. Shit, wieso? Der müsste doch... Ja, nee, das geht nicht, weil halt hier kein... Ja, da ist kein Stamm durch. Wo ist denn der? Achso, den habe ich ja jetzt hier gerade dran geworfen. Warte mal, dann nehme ich mal den hier hinten weg. Das ist wieder eine Aktion hier. Ich sag euch, wir werden nie fertig mit dem Bau. Aber Alpe, wenn du vorher ein Fundament gelegt hättest. Ach, ne! Ah. Ach so. Weil deswegen, und jetzt konnte ich das bauen, aber ich kann den immer noch nicht wegnehmen. Wahrscheinlich wegen dem hier drüben, oder? Wenn ich das einfach wegkloppe, wenn ich das da rauskloppe. Ja, das, oh Gott. Ja gut, so ein Zentimeter Abweichung ist überhaupt kein Problem. Scheiße. Nein. Oh, pass auf. Geil. Nee, da muss ich vorher speichern. Komm ich hier? Kelvin. Huhu. Gar nicht creepy. Kelvin. Kelvin. Hey. Kelvin. 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 Ich will eigentlich nur kurz speichern, genau. Bevor ich jetzt hier was Komisches mache und dann funktioniert es nachher aus irgendwelchen Gründen mal wieder nicht. Haha. Es lockert sich. Komm schon. Geh kaputt. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Huch. Kelvin, komm mal bitte kurz. Ey gut, wir haben gerade gespeichert, das ist kein Problem. Oh, huch. Ja, das hat dann, so habe ich mir das nicht gedacht. Ja gut, kein Problem, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wahrscheinlich hauen wir dann einfach ab und gehen einfach dann zum Golfplatz. Oder auch nicht, keine Ahnung. Heute ist Patchtag, wenn die Folge kommt und ich guck mal, ja, ihr wisst Bescheid. Ja, jedenfalls... Die nächsten Wochenenden, das letzte Wochenende, da hatte ich nochmal einen Tag mit zwei Folgen. Jetzt ab sofort auch am Wochenende immer nur eine Folge, ne? Weil ich jetzt hab nicht mehr so viel im Voraus. Das wäre sonst ein bisschen... Wobei, naja, ich muss mal schauen. Ja, nee, das wird, glaube ich, zu viel jetzt auf Dauer, wenn ich so kurzfristig halten will. Dann machen wir das so, dass da jetzt auch am Wochenende nach wie vor oder dann wieder nur eine Folge kommt. Das war ja nur die Ausnahme, weil ich so viel auf... Halde hatte. Ja, ähnlich wie Baumstämme. Toll, danke. Gut, wir laden eh den Spielstand, den wir gerade noch mal vorher Gott sei Dank gespeichert haben. Das wäre ein Ding. Ich habe gerade gedacht, mir zerlegt komplett die Hütte. Naja, ich freue mich schon auf den Winter, wenn wir dann auch hier... Ey, da hinten steht noch viel Wald. Oh, Oh. Jemand meinte auch, ich könnte mir auch so eine...
so eine Einflugschneise zurechtzimmern zum Flugplatz. Aber wir haben gerade eh keinen Gleiter, von daher ist es auch scheißegal. Kelvin, guck dir das an. Guck's dir an, Kelvin. Ja. Naja, gut. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter und dann ist der neue Patch da und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich freue mich sehr drauf, auch auf weitere Folgen nach wie vor. Und irgendwann wird das Haus so, wie ich es mir vorstelle. Oder auch ganz anders. Wahrscheinlich eher ganz anders. Na gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und schöne Ostern, falls jemand keine Zeit haben sollte, die Folgen zu schauen. Wäre traurig, aber nicht zu ändern. Ja, auf jeden Fall schöne Osterfeiertage, schön paar Tage Ruhe mal vorm Arbeiten oder was auch immer. Und hoffentlich nicht so viel Stress euch allen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und macht's gut. Ciao.